viele Wege führen nach Rom. Und so führen auch viele Wege zu dir selbst. Wichtig ist nicht, welchen Weg du einschlägst, um dich selbst besser zu erforschen, sondern nur, dass du es überhaupt tust. Die Numerologie, die Astrologie und die Kabbala sind ausgezeichnet, um herauszufinden, wer du bist, wie du bist, wohin deine Reise gehen soll. Sie helfen aber genauso, wenn wir etwas über unsere Freunde, Partner, Partnerinnen oder die Familie herausfinden wollen. Es ist immer hilfreich zu wissen, wie die Liebsten ticken. Da müssen wir die Dinge nicht mehr so persönlich nehmen, uns nicht mehr so angegriffen fühlen und können leichter miteinander umgehen und glücklicher sein. Heute beschäftigen wir uns mit der spirituellen Numerologie. Sie stammt aus dem Hebräischen. Im Hebräischen gibt es 22 Buchstaben. Jedem Buchstaben ist ein Zahlenwert, Begriffe und ein Laut zugeordnet, als auch ein Symbol. Im Folgenden werde ich dir nun erklären, wie du dein eigenes spirituelles und Numeroskop anhand dem hebräischen Alphabet errechnen kannst. Du brauchst dies, um die Serie mit den Videos, wo es um das irdische Karma bzw. die irdische Lernaufgabe geht, zu verstehen. Beziehungsweise verstehen kannst du sie auch so, aber zumindest weißt du dann, nachdem du es dir selbst errechnet hast, was du für eine irdische Lernaufgabe, was du für ein irdisches Karma hast. Okay, dann lass uns gleich beginnen. Bitte nimm dir einen Stift und Papier zur Hand. Es ist wichtig, dass du dir aufschreibst, welchen Buchstaben, welche Zahlen zugeordnet sind. Ich hoffe, du kannst es an der Tafel hier erkennen. Ansonsten werde ich es dir jetzt auch laut vorlesen, damit du mitschreiben kannst. Also im hebräischen Alphabet gibt es drei Mutterbuchstaben. Das ist der Buchstabe A und ihm wird die Zahl 1 zugeordnet. Dann kommt der Buchstabe M und ihm wird die Zahl 13 zugeordnet. Der Buchstabe bzw. die Buchstabenfolge SH, dem wird der Zahlenwert 21 zugeordnet. Nun kommen wir zur zweiten Buchstabengruppe. Das ist die Gruppe der Doppelbuchstaben und davon gibt es 7 Stück. Hierzu gehört das B und es hat die Zahl 2. Das G hat die Zahl 3. Das D die Zahl 4, das C den Zahlenwert 11, das F oder das P den Zahlenwert 17, das R die Zahl 20 und die Buchstabenfolge TA hat den Zahlenwert 22. So, jetzt kommen wir zur dritten Gruppe der Buchstaben und das sind die 12 einfachen Buchstaben. O, U, V oder W werden alle von der Zahl 6 repräsentiert. Das Z von der Zahl 7, das CH von der Zahl 8, das T von der Zahl 9, das I und das J von der Zahl 10, das L von der Zahl 12, das N von der 14, X und S haben den Zahlenwert 15, Y hat die Zahl 16, die Buchstabenfolge TZ wird von der Zahl 18 dargestellt, das K wird der 19 zugeordnet und das E oder das H der Zahl 5. So, jetzt kennst du die 22 Zahlen bzw. die Zuordnung zum hebräischen Alphabet. Jetzt können wir voranschreiten und versuchen, dein irdisches Karma, deine irdische Lernaufgabe auszurechnen.
Dazu muss ich kurz das Video etwas weiter nach unten einstellen, die Videokamera, damit du auch sehen kannst, was hier unten steht. Dauert einen Augenblick. Willkommen zurück. Als nächstes bitte ich dich nun, dass du ein Dreieck zeichnest mit einer Spitze nach oben, so wie du es hier siehst. In dieses Dreieck zeichne dann bitte ein weiteres Dreieck, aber mit der Spitze nach unten, so wie du es hier siehst. Dann erhältst du einen Stern und den brauchen wir zur weiteren Berechnung. So, wenn du dies nun gezeichnet hast, dann bitte ich dich, hier in dieser Ecke eine 1 einzutragen. Dies ist die erste Position, wo wir beginnen. Und diese 1 dient nur der Erinnerung für dich, dass du weißt, hier geht es los. In die zweite Ecke, hier, trägst du dann bitte eine 2 ein. In der dritten Ecke eine 3. In der vierten Ecke eine 4, das ist also die vierte Stelle. In der fünften Ecke eine 5. Und oben in der sechsten Ecke eine 6. Das ist die sechste Position. Und die Mitte ist die siebte Position. So. Jetzt weißt du, wo es losgeht. Es geht in der Ecke los, wo innen die 1 steht. Jetzt nimmst du einfach deinen Namen und zwar nimmst du immer, falls du eine Frau bist, die verheiratet ist, deinen Mädchennamen. Beziehungsweise es gilt für alle. Wir arbeiten für das spirituelle Numeroskop, arbeiten wir nur mit dem Namen, der in unserer Geburtsurkunde steht. In meinem Fall ist das Brunhilde Klein. Ich bin zwar verheiratet und ich heiße heute Brunhilde Feiner, das spielt aber jetzt erstmal gar keine Rolle, denn die Energien, mit denen ich hier auf die Erde gekommen bin, die werden von dem Namen Brunhilde Klein dargestellt. Brunhilde Feiner, das kann eine zusätzliche Energie geben, die entweder mit meiner ursprünglichen Energie übereinstimmt oder Probleme verursacht, aber es wird nie, also dieser neue Name wird nie die Ursprungsenergien komplett verändern können. So, das heißt, wir arbeiten hier immer mit dem Namen, der in der Geburtsurkunde steht. Solltest du zwei Vornamen haben, dann natürlich bitte auch mit diesem Vornamen. Aber schreibe den Namen auch bitte genauso, wie er in deiner Geburtsurkunde steht. Und benutze bitte keine Abkürzungen, Kosenamen etc. Okay. In diesem Fall nehmen wir meinen Namen, sprich Brunhilde Klein. Jetzt trage ich die Buchstaben in den Ecken ein. Ich beginne in der ersten Ecke und da trage ich das B von Brunhilde ein. Den zweiten Buchstaben, das R, schreibe ich in die zweite Ecke. Den dritten Buchstaben meines Vornamens, das U, in die dritte Ecke. Den vierten Buchstaben meines Vornamens, das N, in die vierte Ecke. Den fünften Buchstaben meines Vornamens, H, in die fünfte Ecke. Den sechsten Buchstaben meines Vornamens, I, in die sechste Ecke. Und dann geht's wieder von vorne los. Den siebten Buchstaben meines Vornamens, das L, schreibe ich unter das B, also in die erste Ecke. Den nächsten Buchstaben, das D, schreibe ich in die nächste Ecke. Das E wieder in die folgende Ecke. So, jetzt ist Schluss mit meinem Vornamen. Jetzt beginnt mein Nachname bzw. mein Mädchenname Klein. Das K schreibe ich in die nächste Ecke. Und so gehe ich immer im Uhrzeigersinn weiter. Das L in die nächste Ecke. Das E in die nächste Ecke. Das I in die nächste Ecke. Und den Buchstaben N, den letzten Buchstaben, in die nächste Ecke. Der fällt jetzt in die Ecke mit der Nummer 2. Jetzt habe ich alle Buchstaben, beginnend bei der Ecke 1, immer im Uhrzeigersinn verteilt, eingetragen am Rand dieses Sterns. Ich warte kurz, bis du fertig bist, falls du deinen Namen auch schon eintragen möchtest. Es ist, denke ich, am leichtesten, wenn du gleich quasi mit mir übst.
dann wirst du dich auch einfacher tun. Aber natürlich kannst du gerne auch erstmal das Video zuhören und dann danach es probieren. Okay, als nächstes, beziehungsweise ich möchte noch was vorher sagen. Es ist so, wenn dein Name nur 10 Buchstaben insgesamt haben sollte oder weniger, dann benutzt du nur ein einziges Dreieck und zwar nur dieses hier und trägst es quasi entlang dieses Dreiecks ein. Und wenn dein Name mehr wie 10 Buchstaben hat, dann benutzt du die 2 Dreiecke. Okay, der nächste Schritt ist jetzt, dass du die Zahlen deinen Buchstaben zuordnest. Du hast ja vorher die Zahlen aufgeschrieben und jetzt schauen wir einfach mal. Du kannst jetzt wahrscheinlich den oberen Teil der Tafel nicht mehr sehen, aber ich sage dir einfach, was jetzt die Zahlenwerte sind für die Buchstaben, die wir hier eingetragen haben. Das B ist die 2, das L ist die 12, das I ist die 10. In der zweiten Ecke haben wir das R, das ist die 20, das D ist die 4 und das N ist die 14. In der dritten Ecke haben wir das U, das ist die 6, das E, das ist die 5. In der vierten Ecke haben wir das N, das ist die 14 und das K, das ist die 19. In der fünften Ecke haben wir das H, das entspricht der 5 und das L entspricht der 12. In der sechsten Ecke haben wir das E, das entspricht der 5 und das I, das entspricht der 10. So, jetzt haben wir bereits den Namen, meinen kompletten Mädchennamen, eingetragen um den Stern herum und haben bereits den einzelnen Buchstaben, die Zahlenwerte zugeordnet. Der nächste Schritt besteht darin, dass wir nun die Zahlenwerte einer Ecke addieren, eine Summe machen. Ich beginne mit der ersten Ecke. 2 plus 12 ist 14 plus 10 ist 24. Wir addieren auch immer auf eine einstellige Zahl. 2 und 4, die Quersumme davon ist sozusagen die 6. Deswegen habe ich hier geschrieben 24/6. Das Ergebnis ist aber eine 6/6, weil die 24 gibt es ja nicht in dieser Numerologie, sondern es geht ja nur bis zur Zahl 22. Also bleibt letztlich hier bei dem irdischen Karma bei mir die 6 übrig. Nur die 6. Ansonsten, natürlich können auch 2 Zahlen in einer Ecke stehen bleiben, weil alle Zahlen werden verwendet von 22 bis 1. Gut, wir gehen zur nächsten Ecke. 20 plus 4 ist 24, plus 14 ist 38. Wir bilden die Quersumme von der 38, das ist die 11. Aha, wir wissen schon, die 11, ja, die gehört dazu, aber von der 11 kann man auch nochmal die Quersumme bilden und das ist die 2. Somit ist hier das unterstrichene Ergebnis die 11/2. Das heißt in meinem Fall, mein spirituelles Karma ist einmal die 11 und einmal die 2. In der dritten Ecke zählen wir die 6 und die 5 zusammen. Dann kommt wieder 11 raus, die Quersumme davon ist die 2. Das heißt, mein irdisches Talent ist einmal die 11 und einmal die 2. In der vierten Ecke zählen wir die 14 und die 19 zusammen. Das ergibt die 33. Die 33 gibt es nicht mehr. Es geht ja nur bis 22. Deswegen die Quersumme von 33 ist die 6. Somit ist mein spirituelles Talent die 6. In der fünften Ecke zähle ich die 5 und die 12 zusammen und erhalte die 17. Die 17 gibt es, aber die 17 kann ich noch einmal reduzieren, und zwar in der Quersumme kommt die 8 raus. In der sechsten Ecke addiere ich die 5 und die 10, das macht die 15. Die 15 gibt es auch, aber es gibt auch noch eine Quersumme und das ist die 6. So,
Jetzt haben wir in allen Ecken quasi die Summe gebildet und immer weiter reduziert, sodass wir zu den Ergebnissen in den einzelnen Ecken gekommen sind. Jetzt sage ich auch noch kurz, was jede einzelne Ecke bedeutet bzw. wofür sie steht. Die erste Ecke zeigt das irdische Karma bzw. die irdischen Lernaufgaben an, die wir halt hier in der physischen Welt bewältigen müssen. Die zweite Ecke zeigt das spirituelle Karma bzw. die spirituellen Lernaufgaben an, die wir bewältigen müssen. Die dritte Ecke zeigt unser irdisches Talent an oder Talente. Die vierte Ecke hier zeigt unser spirituelles Talent oder unsere spirituellen Talente an. Die fünfte Ecke ist unser irdisches Ziel. Wenn wir dies kennen, tun wir uns natürlich leichter mit unserem Weg. Und die sechste Ecke ist unser spirituelles Ziel. Und auch das macht es natürlich Sinn, dieses zu kennen. So, und jetzt kommen wir zur Mitte. Die Mitte ist sozusagen die Quintessenz aus allem. Es ergibt unsere Seelenbestimmung. Wie errechnet sich die Seelenbestimmung? Hierzu nehmen wir die erste Zahl des Ergebnisses, also sprich in diesem Fall die 15, die noch nicht auf die letzte reduziert wurde, addieren Sie hier zu der 6. Also wir addieren quasi immer die erste Zahl vom Ergebnis. 15 plus 6 ist 21, plus 11 ist 32, plus 11 ist 43, plus 6 ist 49, plus 17 ist 59, ist 66. Dann trage ich die 66 ein. Die 66 können wir nicht gebrauchen, aber die Quersumme, das ergibt die 12, die können wir sehr wohl gebrauchen. Und daraus ergibt sich nochmal die 3. Das heißt, das Ergebnis in der Mitte ist die 12 und die 3. Das ist also meine Seelenbestimmung. Und so viel kann ich schon verraten, obwohl es in der Videoserie nicht um die Seelenbestimmung geht, sondern um das irdische Karma, die physischen Lernaufgaben. Aber die 3 trägt die Lehrerqualität in sich. Und man sieht ja, dass ich jetzt schon in diesem Video das etwas zum Ausdruck bringe. Okay, jetzt weißt du, wie du dir selber all das ausrechnen kannst. Das kannst du für dich tun, aber natürlich auch für deine Freunde, deinen Partner, deine Partnerin, deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, für jeden, den du magst oder auch wo es dich interessiert. Das kannst du jetzt selber anwenden, dieses System. Und dann kannst du dir die dazugehörigen Videos anschauen aus der Serie Spirituelle Numerologie, wo es um das irdische Karma, die physische Lernaufgabe geht. Und du wirst sehen, dass es sehr, sehr hilfreich ist, allein schon diese Information zu haben. Wenn du natürlich auch alle anderen Informationen haben möchtest, sprich, wenn du wissen willst, was dein spirituelles Karma ist, dein spirituelles Ziel, dein irdisches Ziel, dein spirituelles Talent, aber auch natürlich insbesondere deine Seelenbestimmung, dann klick jetzt bitte unten auf den Link und du wirst auf den Shop weitergeleitet, wo du deine ausführliche spirituelle Namensanalyse bestellen kannst. Ansonsten hoffe ich, hat dieser kleine Unterricht dir Spaß gemacht. Ich freue mich über Rückmeldungen, die du hinterlassen kannst. Und ich würde mich auch freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, dass du zukünftig auf dem Laufenden bist, wenn es weitere interessante Videos zum Thema Selbsterkenntnis gibt. In diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche dir alles Gute. Bis denn.